Aber gehen wir zurück. Oder was heißt zurück? Gehen wir weiter nach Haven. Schutt blockiert, Schutt blockiert, ja. Okay. Das wissen wir ja. Ich weiß nicht, warum uns das auf der Karte angezeigt wird. Eigenartig, aber nun ja. Oh, die dunkle Blut. Ja, nee, aber die dunkle Blut. Die dunkle Blut. Genau, die dunkle Brut. Die zieht ja sowieso weiter nach Norden. Das war uns ja auch irgendwie klar. Ja, aber somit steigt da die Wahrscheinlichkeit. Was macht ihr in Haven? Ihr habt hier nichts verloren. Ich hab hier zu tun. Nein, habt ihr nicht. Ich wüsste es, wenn wir jemanden erwarten würden. Einen Besucher. Gibt's hier einen Bruder... Genitivi? Wen? Vielleicht weiß der verehrte Vater Eirik, von wem ihr sprecht. Aber er hält leider im Moment eine Messe für das Dorf und darf nicht gestört werden. Ein verehrter Vater, was? Das ist neu. Was das wohl bedeutet? So ist es in Haven schon seit jeher. Wir stellen Traditionen nicht in Frage. Sind eure Traditionen so anders als die unseren? Unser Leben ist anders als das in den Städten der Ebenen. Habt ihr schon mal von der Urne der heiligen Asche gehört? Die Urne ist nichts als eine Legende. Bruder Genitivis Nachforschungen lassen vermuten, dass mehr dahinter steckt. Ich weiß nicht, wer dieser Bruder Genitivi ist oder was er sagt. Aber die Menschen reden sich oft alles Mögliche ein. Ihr wisst also nicht, ob Bruder Genitivi hier vorbeigekommen ist? Nein. Warum habt ihr einen verehrten Vater? Priester sind Frauen. So ist es in Haven schon seit jeher. Wir stellen Traditionen nicht in Frage. Ich möchte mich in Haven mal näher umsehen. Wir schätzen es nicht, wenn Leute aus der Ebene sich bei uns umsehen, als wären wir so etwas wie ein Tiergarten. Ich habe einige Fragen über Haven. Fragt und dann zieht weiter. Seit wann gibt es Haven schon? Haven gibt es schon immer. Meine Familie kennt keine andere Heimat. Wer ist Anführer des Dorfes? Vater Eirik ist unser spiritueller Leiter und Lenker. Er ist in der Kirche und hält eine Predigt. Ihr solltet ihn nicht stören. Warum habe ich noch nie von Haven gehört? Wir bleiben unter uns und sehen keinen Grund der Welt, unsere Existenz zu verkünden. Es ist friedlicher so. So, ich muss nichts über Haven wissen. Dann solltet ihr besser zurück in die Ebene gehen. Nun gut, entschuldigt mich. Ihr könnt in unserem Laden Vorräte kaufen, wenn ihr wollt. Aber dann solltet ihr mit euren Gefährten weiterziehen. Ist es gerade kälter geworden oder bilde ich mir das nur ein? Sie verbergen etwas. Das ist doch offensichtlich. Ja, das glaube ich irgendwie auch. Ihr seid noch hier? Ich sagte doch, für euch gibt es nichts in Haven. Nun gut. Ja. Komm schon, hübsche Lynn. Sag, wo warst du drin? Warst du oben, warst du unten? Hast du Hasen im Loch gefunden? Komm schon, hübsche Lynn. Sag, wo warst du drin? Komm schon, hübsche Lynn. Wir führen dich zum Bette hin. Es ist weich, es ist warm. Bist sicher wie in Mutters Arm. Komm schon, hübsche Lynn. Dieses Kind verstört mich. Wer bist du? Du solltest nicht hier sein. Wer bist du? Ich hab zuerst gefragt. Ich bin Rhaegar. Bewohner der Ebenen gehören nicht her. Hm. Was? Warum siehst du mich so an? Du klingst nicht wie ein Kind. Du bist ein kluges Bürschchen. Was weißt du über Haven? Das ist nur Haven. Du bist nicht übel. Aber trotzdem solltest du nicht hier sein. Ah. Ich finde diesen Ort sehr, sehr eigenartig.
Reaktor wurde kürzlich benutzt. Das Blut ist noch flüssig. Ah. Vielleicht wurden hier Lebensmittel zubereitet. Blutfleisch ist so stark. Ich versuche nur optimistisch zu sein. Die andere Erklärung ist weitaus beunruhigender. Aber realistisch. Das ist Menschenblut. Ah. Woher wisst ihr das? Ich weiß es einfach. Und ich weiß, dass niemand so einen Blutverlust überlebt. Dieses Dorf ist wohl nicht, wonach es aussieht, oder? Nein. Definitiv nicht. Quest aktualisiert. Okay, erstmal herausfinden, was die hier verbergen. Oh Gott! Kultisten! Was wollt ihr von mir? Ich bin keine weitere Opfergabe für euch. Sucht euch jemand anders! Niemals! So, komm her. Die verprügeln uns mit den Fäusten. Denken die, das bringt denen irgendetwas? So, komm her! So. So. Sehr schön. Das, war's. Elfenwurzel. Okay, was ist das hier? Los geht's. Ist das irgendein Werk von Lin oder eher Lebenswächter? Ja. Das ist ein Werk von Lin Lin, sag ich schon. Win! Das ist ein Werk von Win, nicht von Lin. Okay. Dann. Der Kultistenmagier. Oh, natürlich. Weißt du was? Das kann ich auch. Natürlich. Du bist bereit zu sterben. Alistair? Geht's dir gut? Kann ich dir helfen? Alistair, kann ich dir helfen? Möchtest du auch was machen? Oder möchtest du einfach nur zugucken? Gut, ja nicht, also nicht, er wollte ja nicht einmal zugucken. So. Alistair, du kannst auch Eigeninitiative zeigen. Das ist nicht so schlimm. Ich erlaube es dir. Okay, müssten wir jetzt hier das ganze Dorf ausrotten? Ist es das, was die hier haben möchten? Das ganze Dorf Haven müssen wir hier anscheinend ausrotten. Oder vielleicht im Laden, vielleicht finden wir da jemanden, mit dem wir reden können. Der vielleicht weiß, was hier abgeht. Aber nein, selbst dieser Laden ist leer. Ist eigenartig. Sieht nicht gut aus. Ich glaube, dass irgendwas ist hier dann faul. Ich weiß nicht, was es ist. Okay, da geht's wieder zur Weltkarte. Das heißt, wir müssen da hoch. Schalten wir sie schnell auf.
Komm her. Ich frag mich, warum? Ja, okay. Geh ruhig hoch und greif an. Interessant. So. Schön. Komm, mein Lester. Sehr schön. Okay, okay. So. Todeswurzel. Die nehmen wir gerne mit. Okay, was hat es... Ich glaube, der Vater wird da irgendwas mit zu tun haben. Der eben ehrenwürdige Vater, so. Sind wir über alle Maßen gesegnet. Wir wurden von der Heiligen und Geliebten selbst als Wächter auserwählt. Uns allein ist diese heilige Pflicht auferlegt. Frohlocket, meine Brüder, und öffnet eure Herzen für sie. Hebt eure Stimmen und verzweifelt nicht, denn sie wird ihre treuen Diener zu sich nehmen, wenn... Ah, willkommen. Ich habe schon gehört, dass wir einen Gast im Dorf haben. Habt ihr euren Aufenthalt in Haven bisher genossen? Das reicht, es ist schon längst zu spät, um vorzugeben, dass es ein normales Dorf sei. Ja... Vielleicht, aber im Verborgenen zu bleiben, bedeutet auch in Sicherheit zu sein. Und wir müssen Haven und unsere Schützlinge um jeden Preis beschützen. Wir schulden euch keine Erklärung für das, was wir tun. Wir erfüllen eine heilige Pflicht. Sie nicht zu beschützen, wäre die größte Sünde. Uns wird alles vergeben werden. Ja? Ist das so? Da bin ich mir ja nicht ganz sicher. So, kommt mal her. Vater. Und ich glaube... Dem ist nicht so. Okay, aber trotzdem finden wir nicht unsere gesuchte Person. So, hauen wir hier die Wache um. Okay. Okay. Das war's mit Vater Eirik. Okay. Aber sonst haben wir nichts. Ziegelwand. Oh. Wer seid ihr? Wurdet ihr geschickt, um es zu Ende zu bringen? Nein. Bruder Genitivi? Ihr gehört nicht zu ihnen, dem Erbauer sei Dank. Habt ihr die Urne gefunden? Mit Kniefall und Tränen? Das nicht. Aber weiß ich, wo sie ist? Absolut. Was? Haven liegt im Schatten des Berges, der die Urne enthält.
Es gibt dort einen alten Tempel, der zu ihrem Schutz errichtet wurde. Die Tür ist immer verschlossen, aber ich kenne den Schlüssel. Eirik trägt ein Medaillon, das die Tempeltür öffnet. Ich habe gesehen, was er damit alles macht. Dieses Medaillon? Ja, das ist euer Schlüssel. Bringt mich zum Berg, dann zeige ich es euch. Okay, ich will ihm jetzt zunächst einige Fragen beantworten. Na gut, was schwebt euch vor? Wisst ihr von den Rittern, die ausgesandt wurden, um nach euch zu suchen? Ja, natürlich. Wie könnte ich das vergessen? Eirik sagte, er habe sie überfallen. Einige getötet, andere zum Verhör hierher nach Haven gebracht. Er war so selbstgerecht, so arrogant. Er schien ihn zu freuen, dass er diese Männer gefoltert und getötet hatte. Eirik wird eine Weile niemanden mehr behelligen. Gut. Eirik und seine Anhänger waren in den Augen des Erbauers ein Makel. Natürlich nur, wenn er tatsächlich mal auf diese Welt herabblicken würde. Ach, lasst uns doch über etwas anderes reden, ja? Ja. Hey, schon seltsam, oder nicht? Nun, auch ich hatte eigentlich etwas anderes erwartet. Warum hat Haven verehrte Väter? Ich weiß nicht. Bei der Gründung der Kirche wurde festgelegt, dass nur Frauen zum Priester geweiht würden. Möglicherweise sind die Dorfbewohner, also die Jünger von Andraste, älter als die Kirche und halten sich deshalb nicht an ihre Regeln. Was wisst ihr über Haven und seine Einwohner? Sie nennen sich selbst Jünger von Andraste und sind ihr völlig ergeben. Es grenzt bereits an Fanatismus. Sie müssen hier sein, um die Urne zu beschützen. Aber sie sprechen von Andraste, als wäre sie noch am Leben. Sie reden sicher nur von der Urne. Das dachte ich zunächst auch. Aber jetzt bin ich nicht mehr so sicher. Wolltet ihr noch etwas anderes besprechen? Was haben die Dorfbewohner mit euch gemacht? Sie wollten persönliche Informationen über mich herausbekommen. Wo ich aufgewachsen bin und so. Das ist seltsam. Ja, in der Tat. Sie müssen hier sein, um die Urne zu... Sie haben noch eine Urne. Wolltet ihr noch etwas anderes besprechen? Was haben die Dorfbewohner mit euch gemacht? Persönliche Sie wollten einen falschen Genie-TV in den Rimm einschleusen. So. Woher wisst ihr das? In eurem Haus war jemand, der sich als Waylon ausgab. Ausgab? Was ist mit dem echten Waylon geschehen? Es tut mir leid, er ist tot. Ach, der arme Waylon. Ich hätte dich nie mit reinziehen sollen. Der Erbauer möge auf dich achten, mein Junge. Es tut mir leid, Bruder. Selbst als ich den Glauben an mich verloren hatte, glaubte er noch an mich. Ich werde die Erinnerung an ihn bewahren. Wolltet ihr sonst noch etwas sagen? Ich bin bereit, zum Tempel aufzubrechen. Gut. Helft mir auf. Ich versuche, uns nicht zu sehr zu behindern. Das wäre gut. Okay.